Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrenza.de. Im heutigen Video möchte ich die Grundlagen der Elektrizitätslehre oder kurz E-Lehre euch zeigen und auch dann speziell noch das elektrische Feld ein bisschen betrachten. Es gibt zwei Sorten von Ladungen, das müsst ihr gleich am Anfang wissen, also positive und negative Ladung. Die negative Ladung sind eigentlich Elektronen und die positive Ladung sind meistens die Atomrümpfe dann noch, bei denen dann irgendwelche Elektronen fehlen. Also positive Ladung ist nicht irgendwie eine Ladung an sich, sondern eigentlich ein neutrales Atom, dem negative Ladung fehlt. Elektronenlöcher sozusagen. Ihr kennt es wahrscheinlich aus dem Physikunterricht, diese tollen Metallkugeln, Konduktorkugeln. Und wenn die einfach nur so in der Gegend rumliegt, dann ist die neutral, die ist also nicht geladen. Und da halten sich somit exakt gleich viele positive wie negative Ladungen auf. Jetzt male ich eine zweite neben dran, positive und negative Ladung. Und es ist so, negative, also gleichnamige Ladungen stoßen sich ab, ungleichnamige ziehen sich an. Das ist wie bei Magneten. Deswegen hier so wunderschön geordnet. Und jetzt nehme ich eine ganz große Konduktorkugel oder irgendetwas, das einfach geladen ist, sagen wir zum Beispiel positiv geladen, das könnt ihr herstellen, wenn ihr Plexiglas nehmt und dann daran reibt mit einem Fell. Jetzt habe ich hier positive Ladung. Das zieht also die negativen Ladungen an und stoßt die positiven ab. Somit wandern die Elektronen von hier hier rüber, werden sie alle angezogen, das heißt hier habe ich nur noch Elektronen auf der Kugel. Und hier drüben nur noch positive Ladung. Und zwar gleich viel negative Ladung hier wie hier positive Ladung. Wenn ich die zwei jetzt auseinandernehme, dann habe ich zwei Konduktorkugeln, die schon jeweils geladen sind. Ich könnte das jetzt zum Beispiel auf ein Elektroskop geben. Das ist also das Gerät, das kennt ihr wahrscheinlich auch aus dem Physikunterricht. Ist so ein Metallgestell. Meistens noch ein Kreis hier außenrum. Und dann gibt man hier oben die Ladung auf und hier haben wir einen kleinen Anzeigestab, der ausschlägt, wenn ich eine Ladung hier drauf lade, zum Beispiel negative Ladung, dann verteilt die sich hier überall. Und dieser bewegliche schwarze Anzeigestab hier, umso mehr Ladung drauf ist, umso mehr stößt er sich vom ursprünglichen hier ab. Das nennt man so ein Elektroskop, hat manchmal einen Fuß. Wenn ich jetzt diese Ladung hier habe und die noch nicht auf ein Elektroskop auflade, dann haben Ladungen immer ein elektrisches Feld. Und elektrische Felder bezeichnet man so genauso, wie man es bei magnetischen Feldern macht, mit Feldlinien. Und zwar geht es hier von positiver Ladung zur negativen Ladung. Die beginnen immer bei positiven Ladung, enden immer bei der negativen Ladung. Bei diesen elektrischen Feldlinien kann man einiges auch ablesen. Und zwar umso dichter diese Feldlinien gezeichnet sind, umso stärker ist das Feld. Also umso weiter ich es auseinandermale, wie hier draußen, umso schwächer sollte auch das Feld dann sein. Man kann sich jetzt diese Linien so vorstellen, ich nehme eine positive Probeladung, setze die hier hin, sie wird von der positiven Ladung abgestoßen und sie würde sich hier rüber bewegen. Wenn ich sie hier hätte, würde sie sich auf dieser Bahn hier hin bewegen. Also die Bahn gibt an, in welche Richtung eine positive Probeladung beschleunigt werden würde oder in welche Richtung die Kraft auf dieser Probeladung an diesem Punkt wirkt. Dieses Feld existiert nicht nur im Medium, sondern tatsächlich auch im Vakuum. Und die Stärke des Feldes, des elektrischen Feldes, ist angegeben als die Kraft, die auf ebenso eine positive Probeladung wirkt, durch die Ladung. Besonders wenn ich hier eine negative Probeladung nehmen würde, hätte ich einfach ein negatives Vorzeichen und würde sich alles umdrehen, würde auch funktionieren. Vektoren deswegen, weil ihr seht ja hier, dass es auch eine Richtung gibt des elektrischen Felds und auch die Kraft in diesem Punkt würde einfach hier tangential ansetzen und in diese Richtung wirken. Auch das E-Feld wirkt da genau in diese Richtung.
Ihr könnt euch das analog dazu vorstellen, ihr kennt sowas ähnliches. Ihr kennt F ist gleich M mal A. Besser gesagt, wir gehen mal davon aus, dass wir die Gravitation haben, also die Fg eigentlich hier berechnen, dann kennt ihr diese Gleichung. Die Kraft auf einem Körper ist bestimmt von der Gravitationskonstante, die eigentlich keine Konstante ist, die nur von uns als konstant angenommen wird, weil sie sich für unsere Betrachtungen hier nicht großartig ändert. Das kann ich auch umstellen auf F durch M, also Kraft durch die Masse von etwas. Ihr seht also auch, dass die Gravitation, die Erdanziehung ist eigentlich ein Gravitationsfeld. Was können wir mit Ladungen noch machen? Wir können Ladungen betrachten. Die Ladungen können fließen, wie hier, wenn ich diese Influenz verursache, durch das, was ich hier diese riesige positive Ladung hier hinbringe, fließt Ladung vom einen zu einer anderen Konduktorkugel. Oder, was ihr auch kennt, Ladung fließt einfach in elektrischen Leitern, in den Stromkabeln, Kupferkabeln, was auch immer. Und das hat man dann auch wieder definiert und sagt einfach, I, der elektrische Strom, ist Delta Q durch Delta T. Delta Q, die Ladungsmenge, die sich bewegt in der Zeit T. Also ich gucke einfach, wie viel Ladung hat sich bewegt in dieser Zeit, und dann kann ich sagen, der elektrische Strom war. Und kann es direkt ausrechnen. Und für die, die es schon kennen, I ist Q Punkt. Sprich, die zeitliche Ableitung, ihr seht, dass wir das einfach dann T ganz gegen eine ganz kleine Werte gehen, gegen 0 gehen, kann man grafisch noch deuten, wenn ich die Ladung aufzeige und T und dann irgendwie eine Funktion habe, dann ist I einfach die Steigung in den besagten Punkt. Besser gesagt, man kann es auch einfach wieder direkt Delta Q durch Delta T mit diesem Quotienten erklären. Das waren so die wichtigsten Grundlagen zum elektrischen Feld. Ich hoffe, es war verständlich und hat euch weitergeholfen. Schaut mal wieder auf www.lyrella.de vorbei. Sucht uns zum Beispiel bei Google+ und bleibt uns gewogen.